Kurz nachgedacht, der Adventskalender. Der Podcast der Evangelischen Jugend in Schwarmstedt. Türchen Nummer 22 öffnet für uns Sabrina Cosido Castro aus dem Jumak in Schwarmstedt. Ich möchte heute mit euch über Bräuche und Traditionen zu Weihnachten sprechen. Gibt es bei euch überhaupt eine Weihnachtstradition? Überlegt mal kurz. Gibt es vielleicht irgendetwas, das ihr jetzt erst seit kurzer Zeit eigentlich als Tradition anseht? Oder was sich vor ein paar Jahren eingeschlichen hat und jetzt irgendwie mit dazugehört, ohne dass ihr wirklich drüber nachgedacht habt? Eine Tradition für viele ist zum Beispiel das Weihnachtsessen. Viele Leute essen seit Jahren dasselbe Gericht an Weihnachten. Wir haben das nicht. Wir essen dieses Jahr zum Beispiel zum ersten Mal Raclette an Weihnachten. Und da habe ich auch schon gehört, dass das für viele eine Tradition ist zu Weihnachten. Für manche ist es natürlich auch Bratwurst und Kartoffelsalat, was ich finde nicht gerade das Festlichste ist. Aber im Endeffekt ist es ja jedem selbst überlassen, was man zu seiner Tradition macht und was man an Weihnachten isst. Viele gehen auch an Weihnachten in die Kirche. Sie gehen das ganze Jahr über eigentlich gar nicht und dann an Weihnachten. Ich gehe schon seit ich denken kann an Weihnachten in die Kirche. Und das finde ich auch echt schön. Da trifft man nämlich Freunde und Bekannte und kann ihnen nochmal frohe Weihnachten wünschen. Dieses Jahr stellt sich das alles ein bisschen schwierig dar. Wir müssen alle Abstand halten. Und hoffentlich findet unser Gottesdienst auch statt. Er wird ja draußen stattfinden. Und ich glaube, das wird auch ganz schön. Auch trotz der jetzigen Maßnahmen. Ich meine, wir müssen zwar Abstand halten, aber wir sind ja trotzdem miteinander und feiern Weihnachten in der Kirche zusammen. Wenn ich so drüber nachdenke, gibt es eine Tradition, die sich bei uns irgendwie eingeschlichen hat. Wir spielen seit einigen Jahren ein Spiel, das wir spielen, um die Geschenke auszupacken. Wir würfeln reihum und derjenige, der eine 6 gewürfelt hat, darf ein Geschenk vom Baum aussuchen. Es darf aber nicht das eigene sein, sondern man gibt jemand anderem sein Geschenk. Ich fand die Idee damals echt cool und bin froh, dass es bei uns irgendwie zur Tradition geworden ist. Aber vielleicht möchtet ihr ja auch eigene Traditionen und Bräuche schaffen. Vielleicht seid ihr ja umgezogen, wohnt jetzt in einer WG mit dem Partner zusammen oder die Umstände sind einfach komplett anders. Ich finde, das ist eine perfekte Zeit, um neue Traditionen zu schaffen. Vielleicht habt ihr ja auch Traditionen für die komplette Weihnachtszeit und nicht nur direkt für die Weihnachtsfeiertage. Das können ja auch die unterschiedlichsten Dinge sein. Zum Beispiel, dass ihr jetzt immer mit denselben Leuten Plätzchen backt, jedes Jahr zur Weihnachtszeit denselben Film guckt oder dieselbe Geschichte lest. Vielleicht sagt ihr auch jedes Jahr dasselbe Gedicht auf und das ist zu eurer Tradition geworden. Ich finde es immer spannend zu hören, welche Traditionen andere Leute haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit euren Weihnachtstraditionen und noch eine schöne restliche Weihnachtszeit. Bleibt gesund und hoffentlich können wir nächstes Jahr wieder ohne Einschränkung zusammen Weihnachten feiern. Kurz nachgedacht, der Adventskalender-Podcast der Evangelischen Jugend in Schwarmstedt. Jeden Morgen um 6:15 öffnet sich ein neues Türchen und auf euch warten lustige, andächtige und überraschende Texte zum Nachdenken und Nachmachen. Wir wünschen euch einen gesegneten Tag und bis morgen früh. Wir hören uns um 9:15.